Ach. Blöd. Erfreulicherweise war noch etwas Gegengift übrig. Aha. Na, unterhaltet ihr euch gut? Ich erzähle Gol gerade von deiner Briefmarkenkanone. Ach ja, ich hätte nicht so viel Käse verwenden dürfen. Die Portale haben sich geschlossen. Dir wird schon was einfallen. Mir ist schon was eingefallen. Nein, du bekommst keinen Raketenrucksack. Oh, du bist aber auch. Die Portale haben sich geschlossen. Ich muss versuchen, sie wieder aufzumachen. Kommst du mit? Kann das nicht warten? Ich unterhalte mich gerade. Nö, klar. Du kannst natürlich auch den ganzen Tag lang Selbstgespräche führen. Tust du doch auch immer. Eigentlich redet er die ganze Zeit. Ich höre nur zu. Das ist blöd. Das ist die Gol natürlich, die gar keine Ahnung hat, weil da alles gar nicht passiert ist. Und das ist die aus der Zukunft, nachdem alles schon passiert ist. Und das ist so verwirrend. Das heißt, die Ver... Ja, hier ist eine Bürste. Und die ist natürlich jetzt auch hier noch. Batterieschnabeltier. Wir nehmen jetzt einfach mal alles mit. Du bist unter die Bildhauer gegangen? Ich hatte viel Zeit. Das entschuldigt einiges, aber nicht alles. Kann ich das mitnehmen? Nein. Es ist noch nicht fertig. Ich könnte es doch fertig machen. Und wie willst du das fertig kriegen? Ich kriege alles fertig. Du machst mich fertig. Seid ihr bald mal fertig? Ja. Nein. Na dann nimm's halt. Fertig. Auf die Plätze, los. Und fertig. Okay. Was ist hier gerade passiert? Gar nichts. So, jetzt muss ich erst mal gucken. Wir müssen irgendwie was mit dem Timepod bestimmt machen. Jetzt sind ja eh die ganzen Portale wieder weg. Hey, Rocco. Howdy, Rufus. Ich muss zum Timepod. Das geht nicht. Es ist sowas wie ein Familienerbstück. Ist doch Schiebung. Es gehört der alten Gol. Gehörte. Sie hat es meinem Vater überlassen. Also das ist doch... Man kann mit meinem Opa nicht argumentieren, Rufus. Warte mal kurz. Was machst du denn hier? Ich bin eine mysteriöse Stimme aus deiner Erinnerung. Was? Seit wann denn das? Gefällt es dir nicht? Doch, es ist ganz lässig. Mit wem redest du denn da? Ruhe da hinten. Hast du einen Tipp, wie ich an ihm vorbeikomme? Nicht wirklich. No. Er war der störrischste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Das ist aber nicht besonders hilfreich. Du hast recht. Sorry. Jetzt komme ich mir irgendwie dumm vor. Mach's gut. Alles gut bei dir? Hm? Wieso? Ach, nichts. Was war noch gleich deine Frage? Ich muss wirklich dringend zum Timepod. Und ich sage nein. Es ist sowas wie ein Familienerbstück. Und Familie geht vor. So wird das nichts, Rufus. Yay! Mysteriöse Erinnerungs-Macronicle! Was? Und? Hast du schon eine Idee? Ich dachte, du hättest eine. Hab ich aber nicht. Und was treibst du dann hier? Du hast recht. Sorry. Das immer wieder nett von ihm zu hören. Bringt nichts. Du benimmst dich sehr merkwürdig. Kannst du die Portale reparieren? Beunruhigend, nicht wahr? Aber wohl kaum zu ändern. Portale haben weder einen Motor noch andere mechanische Bauteile. Dann bleibt das wohl wieder an mir hängen. Gibt es Ziegen in Paradox City? Nicht, dass ich wüsste. Und du findest bestimmt einen besseren Zeitvertreib, bis die Portale wieder aufgehen. Wie meinen?
Du kannst mir offensichtlich nicht weiterhelfen. Tut mir leid, Kumpel. Blöd. Wir haben aber noch mehrere Wege hier. Hier haben wir zum Beispiel noch eine Zeitmaschine. Und da und das sind wahrscheinlich alle Zeitmaschinen. Nee, es gibt kein Vertrauen mehr unter den Menschen. Okay, dann gehen wir hier lang. Oh. Ein Architekt, ein Bauarbeiter, alles klar. Huhu, ich hätte da mal eine Frage. Fass dich kurz, ich muss arbeiten. Der Durchbruch in die Zukunft steht kurz bevor. Ich kann sie schon riechen. Entschuldigung, das ist die Aufregung. Was genau macht ihr hier? Wir vermuten eine sogenannte Zukunft im Sediment unterhalb der Stadt. Darum haben wir angefangen, das Fundament auszuhöhlen. Habt ihr keine Angst, dass die Stadt dadurch irgendwie, weiß auch nicht, abrutschen könnte? Die Chancen wiegen die Risiken allemal auf. Diese fantasielosen Hinterwäldler da oben wissen ja gar nicht, was für ein Rohjuwel sich direkt unter ihren Füßen befindet. Sie sehen nichts weiter als einen Sockel, der die Statik ihrer Wohnungen garantiert. Ich sehe Straßencafés, moderne Büroflächen und erschwingliche Loftwohnungen für modebewusste Besserverdiener. Wie zum Beispiel Architekten von Portalbauämtern. Ganz genau. Okay. Gibt es schon irgendwelche Fortschritte? Wie denn, wenn ich ständig mit irgendwelchen Belanglosigkeiten aufgehalten werde? Ich dachte, der Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Ich verstehe noch nicht genau, was dieses Loch da mit der Zukunft zu tun haben soll. Dabei ist es doch so einfach. Wir wollen ein solventes Publikum anlocken. Zeitreisende, die eben nicht von gestern sind. Ein Portal in die Zukunft würde Paradox City zurück auf die Landkarte bringen. Das Stichwort lautet ständiges Wachstum durch Erschließung der Zwischenzeiten. Und wir schaffen dafür die Anreize. Du spuckst beim Reden. Ich muss nach Kuwak, einen Tag vorm Ende der Zeit. Moment. Kuwak? Tja, Pech im Unglück. Wir haben zwar ein Portal nach Kuwak, aber das ist auf dem Grundstück der alten Einsiedlerin. Es ist also noch nicht an das Zeitreiseverkehrsnetz angeschlossen. Wir kämpfen schon seit Ewigkeiten für das Wegerecht. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass sich die Portale wieder geschlossen haben. Das sollte man als Chance begreifen. Es beweist einmal mehr, wie wichtig der Anschluss von Paradox City an die Zukunft ist. Ich sehe bereits die Kampagne vor mir. Der einzige Weg zurück führt nach vorn. Besser noch, zurück durch die Zukunft. Aber das ist doch alles nur Geschwafel. Der Grund für die fehlende Zukunft liegt in der Vergangenheit. Heute war gestern. Die Zukunft gehört denen, die den Mut haben, nach vorne zu blicken. Ach, du ahnst es nicht. Ich lass dich mal wieder arbeiten. Ja, es bringt gerade nichts. Ich hatte schon Angst, deinetwegen die Zukunft zu verpassen. Ja, Sirene. Oh je, Fuel-Lock-Alarm. Schon wieder. Das heißt wohl, wir müssen eine Zwangspause einlegen. Nein, heißt es nicht. Man kann die Zukunft nicht warten lassen. Wieso? Wo soll sie schon groß hin? Du, keine Ahnung. Hey, Rocco. Howdy, Rufus. Tut mir leid. Ich meine, 5 unterschiedliche Tierbisse in einer halben Stunde. Hallo? Respekt? Ah, wenn man vom Teufel spricht. Erzählst du von unseren Abenteuern? Ja. Euer Auftauchen ruft eine Menge Erinnerungen wach. Ich hatte fast vergessen, wie lässig wir damals waren. Lässig? Grob fahrlässig trifft es wohl eher. Grob fahrlässig? Das gefällt mir. Fasst es gut zusammen. Okay, so bringt es nichts. Wir lassen es ohne den Alarm erstmal laufen. Richtung Zukunft. Und reden mit dem Bauarbeiter. Was liest du da? Das ist die zukünftige Ausgabe von Hetz. Was sonst? Sind Helme wieder im Kommen? Leider nicht. In der Zukunft werden alle handwerklichen Arbeiten von Maschinen verrichtet. Das wäre ja super.
Da müsste niemand mehr arbeiten. Ich auch nicht. Was denkst du, warum ich mich hier so ins Zeug lege? Sicher nicht für das Geld. Der Job ist so schlecht bezahlt, dass ich noch einen zweiten brauche, um über die Runden zu kommen. Und was ist dein zweiter Job? Ich schreibe Fake-Rezensionen für ein werbefinanziertes Bewertungsportal, das kostenlose Vergleichsportale zum Erwerb von Baumaschinen vergleicht. Ach, wenn es doch endlich Maschinen gäbe, die uns all diese wichtigen Aufgaben abnehmen können. Da können die lange bohren. Ja, es bringt hier nichts. Wir gehen noch den dritten Weg hier, oder vierten, oder siebten. WTF, was ist hier los? Wag es ja nicht! Oder möchtest du unbedingt von einem Fuelock-Rudel zerfetzt werden? Naja, ich dachte, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Nicht denken, Soldat! Hier draußen herrscht Krieg! Und im Krieg gibt es nur Verlierer! Tonnen. Was sind das für Tonnen? Hey! Finger weg! Da verfahren wir das Saatgut, damit es nicht verdirbt. Und damit die Wombats nicht rankommen. Die Viecher werden immer lästiger. Fast schon schlimmer als die Fuelocks. Immer häufiger erwische ich sie dabei, wie sie sich an den Tonnen zu schaffen machen. Darum behalte ich jetzt immer beide Seiten im Auge. Meine Frau sagt, ich habe schon zu schielen angefangen. Gut, dass es im Fuelock-Gebiet gerade so ruhig ist. Für einen Zwei-Fronten-Krieg wären wir nicht gerüstet. Hm. Mal mit dem Ausdruck noch weiterreden. Heda, hu. Lenk mich nicht ab! Ich muss aufmerksam bleiben! Oder möchtest du unbedingt von einem Fuelock-Rudel zerfetzt werden? Ihr habt hier ein Fuelock-Problem? Wonach sieht das denn hier aus, hm? Nach hysterischer Überreaktion. Meinst du nicht, du nimmst die Sache ein bisschen zu ernst? Immerhin sind die Portale zu und kein Fuelock weit und breit. Nur weil du keine Fuelock siehst, heißt das noch lange nicht, dass sie dich nicht sehen. Hm, okay. Jetzt gucken wir mal hier weiter. Hier ist noch eins. Hallo. Erdnüsse. Lecker. Ah, du hast Mikey gefressen. Was? Aber, oh nein, ich dachte, ihr wart Erdnüsse. Ach, schon okay. Mikey war eh ein Arsch. Mach dir keinen Kopf. Und? Wir sind Erdnüsse. Sapiente Erdnüsse. Aus einer anderen Zeit. Lecker und clever. Es gibt Dinger, die krabbeln. Kann ich euch vielleicht trotzdem mitnehmen? Wie die Dinge hier laufen, muss ich euch wahrscheinlich zur Erdnussbutter verarbeiten. Nein, das wäre uns ehrlich gesagt nicht so recht. Lasst ihn ausreden. Vielleicht hat er ja einen guten Grund. Einen guten Grund, um es zur Erdnussbutter zu verarbeiten? Stimmt, den hat er noch nicht genannt. Ja, warum will er das eigentlich? Für die Liebe? Für die Liebe. Wow, na das ist doch mal eine Antwort. Für die Liebe opfern wir uns doch gerne. Yippie, ich zuerst. Na, da, eine Frage noch. Wie genau hilft es der Liebe, wenn wir zu Erdnussbutter verarbeitet werden? Ach ja. Würde mich auch interessieren. Lasst ihn doch ausreden. So. Ich will Golds Zuneigung zurückgewinnen. Das ist so süß. Ich weiß nicht. Ich bin auch nicht überzeugt. Aber es geht um Goal. Ja, aber wer ist Goal? Ich meine, kennen wir sie überhaupt? Nein. Also ich kenne sie nicht. Ach, stimmt. Woher sollen wir wissen, ob ihr zusammenpasst? Goal ist auch mehr so das Stretch-Goal. Hä? Wie meinst du das? Es ist so rätselhaft. Die Liebe bedarf keiner weiteren Erklärung. Ohne Erklärung haben wir auch keinen Deal. No, Sir. Such dir jemand anderen, den du zu Erdnussbutter verarbeiten kannst. Okay, ich sag's euch ja. Ihr habt recht. Vergesst es einfach. Kein Ding, Alter. Na, nicht für ungut. Komm gerne wieder, wenn dir ein triftiger Grund eingefallen ist. Wow. Erstmal aufs Klo. Wird schon keinen stören.
Los, der, der da sitzt. Besetzt! Hört denn die Kackerei bald auf? Hetzt mich nicht! Ich leide an einer schweren Zeitverstopfung. Oh. Zeitverstopfung? Nicht vielleicht Temporaldiarrhö? Nein, die habe ich hinter mir. Aber woher zum Kehricht? Ja, haha, da schaust du was. Ich habe deine Stimme erkannt. Du bist der Zeitscheißer. Der Temporal-Klo-Tourist, der es sich offenbar zur Aufgabe gemacht hat, die Toiletten des gesamten Multiversums mit seiner Kacke zu verstopfen. Endzeitmensch? Bist du das? Aber ich habe dich doch gerade erst getroffen. Du hast mir dieses prima Klopapier hier gegeben. Das Geld aus Cletus Koffer. Ich erinnere mich daran, aber das war doch mein anderes Abenteuer. Eine Version der Zukunft, die es jetzt nicht mehr gibt. Als würde ein großer Pfropfen alles verstopfen. Hm. Oh, wem sagst du das? Oh, eben ist noch alles geflossen. Jetzt geht gar nichts mehr. Oh, genau, aber ich kriege das schon wieder zum Laufen. Oh, das wäre toll. Indem wir mit den restlichen Leuten reden. Oh nein, die Fuelog-Suppe. Ich werde bestimmt gefeuert. Meine Zukunft hängt doch von diesem Job ab. Ich dachte, hier gibt es keine Zukunft. Für mich schon. Mein Zukunfts-Ich sitzt da hinten am Ecktisch. Er sagt, wenn ich mich nicht deutlich mehr anstrenge, werde ich nie so erfolgreich sein wie... wie ich. Er sagt, ich muss sparen, hart arbeiten, eine Altersvorsorge abschließen. Sonst werde ich später nie so eine schnittige Instant Change 5 fahren. Und nur alles umsonst. Warum machst du nicht einfach eine neue Suppe? Das geht nicht. Und sind die Fuelog-Rippen ausgegangen. Oh je, was für ein Fiasko. Okay, das ist also er. Ist das dein Schlitten da draußen? Wieso? Habe ich dich einfach zugeparkt? Nein, keine Sorge. Schade. Aber wozu dann die Frage? Na, du hast das Licht angelassen. Wenn du mir den Schlüssel gibst, dann... Ha, guter Versuch. Das Instant Change Coupé macht nicht nur Zeitreisen ohne lästige Zeitgabelung möglich. Es reguliert auch seine Scheinwerfer seit der 5er-Serie automatisch. Ein schönes Gerät, keine Frage. Ja, der Traum eines jeden Zeitreisenden. Lange dachte ich, es würde nur für eine Zweier reichen, den sogenannten Butterstampfer. Aber ich war ehrgeizig. Ich wollte unbedingt die Fünfer. Ich habe geschuftet, mich anspucken lassen, jeden Slotty dreimal umgedreht. Und jetzt, da es soweit ist, das Einzige, was mir noch Freude bereitet, ist, andere rumzuschubsen, die sich nicht so abrackern wie ich damals. Zum Beispiel mein Vergangenheits-Ich, diesen Faulenzer. Er wollte mir schon längst eine leckere Fuelog-Suppe servieren. Aber siehst du hier eine leckere Fuelog-Suppe? Ich nicht. Wenn er nicht bald mal meinen Arsch hochbekommt, werde ich etwas erlebt haben können. Das ist verwirrend. Gehört dir eine der Zeitmaschinen da draußen? Aber natürlich, mein junger Freund. Ich nenne sie die Ritardes. Was lachen die denn da so? Weil sie keine Ahnung haben. Die Retardes ist ein kleines Juwel der Zeitreisetechnik. Juwel, sagt er. Herr Vincent verschweigt Ihnen, dass sein veraltetes Vehikel keine echten Zeitreisen unternehmen kann, sondern nur deterministische. Man kann damit die Vergangenheit nicht verändern. Man sitzt so lange fest, bis man den Zustand der Zeitlinie zum Zeitpunkt der Abreise wiederhergestellt hat. Hä? Hör nicht auf die Leute. Eine Reise in der Retardes lohnt sich immer. Wenn du willst, kann ich dich auf eine kleine Spritztour mitnehmen. Alles, was ich dafür brauche, ist eine Portalkarte, auf der die genauen Raumzeitkoordinaten eingetragen sind. Frag einfach die Burschen vom Portalbauamt. Okay. Das reicht ja als Info. Dieser Zeitreisende entstammt offenbar einem ganz anderen ethnischen Kontext. Hier sind mein Respekt für fremde Kulturen und mein diplomatisches Fingerspitzengefühl gefragt. Uga, Uga!
Guten Tag, der Herr. Wir hatten wohl noch nicht das Vergnügen. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Ung. Hallo. Du verstehst, was ich sage? Aber selbstredend. Kommunikation ist eines der wichtigsten Attribute für das Metier, in dem ich mich beruflich verdinge. Ich bin Händler und es wäre mir eine Konvivialität, mit Ihnen geschäftlich zu negoziieren. Ich biete Heilkräuter für gesunde Darmflora gegen altmodische Kunst aus der neolithischen Epoche. Ich dir geben Stein? Du mir geben Furchtpampe. Besser hätte ich es auch nicht ausdrücken können. Okay. Alles klar. Und wie das hier weitergeht in der Zwischenzeit, das sehen wir das nächste Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Ihr könnt gerne den Kanal abonnieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Und irgendwo raufklicken. Bis dahin. Und tschüss.